Es wird wohl niemand bestreiten, dass Physik eine höchst exakte Wissenschaft ist. Es gibt aber Fälle, in denen man mit unexakten, gewissermaßen unscharfen Rechnungen zu sehr tiefen Erkenntnissen kommen kann. Man spricht in diesem Fall dann von Fermi-Rechnungen. Fermi-Rechnungen sind größenordnungsmäßige Abschätzungen. Man führt sie dann durch, wenn das Problem entweder zu komplex ist und gar nicht exakt gelöst werden kann, oder wenn man nicht alle Daten zur Verfügung hat, die man für die Berechnung eigentlich bräuchte. Der Begriff Fermi-Rechnungen geht auf den legendären Kernphysiker und Nobelpreisträger Enrico Fermi zurück, einem meiner absoluten Lieblingsphysiker. Er war bekannt dafür, trotz mangelnder Informationen sehr gute Abschätzungen gewissermaßen aus der Hüfte schießen zu können. Bekannt ist seine rechnerische Abschätzung, wie viel Klavierstimme es in Chicago gibt. Seiner Überlegung nach waren es etwa 100. Und beim ersten Atombombentest aller Zeiten, dem Trinity-Test, ließ Fermi Papierschnipsel fallen und beobachtete, wie weit diese von der Druckwelle verblasen wurden. Auf diese Art und Weise konnte er bereits vor Ort die Sprengkraft der Bombe ziemlich genau abschätzen. Fermi-Rechnungen sind ein sehr mächtiges Instrument. Sehen wir uns die Arbeitsweise einmal bei einer biologischen Fragestellung an. Wie oft schlägt das Herz eines Menschen im Laufe seines Lebens? Man kann diese Fragestellung unmöglich exakt beantworten, weil sie von Alter, Geschlecht und Lebensumständen abhängt. Aber man kann die Größenordnung sehr genau umzingeln. Ich rechne das jetzt Schritt für Schritt, und zwar so, dass man das auch ohne Taschenrechner nachvollziehen kann. Stellen wir uns zunächst einmal die Frage, wie oft schlägt das Herz eines Menschen in einer Minute? Wenn man völlig ahnungslos ist, könnte man zum Beispiel seinen eigenen Herzschlag messen. Ein vernünftiger Wert sind auf jeden Fall 70 Schläge. Und in einer Stunde ergibt das daher 70 mal 60, also 4200 oder gerundet 4 mal 10 hoch 3 Schläge. Um die Schläge im Laufe eines Tages zu berechnen, muss ich das Ganze jetzt mit 24 multiplizieren. Das gibt gerundet 10 hoch 5 Schläge. Das Herz eines Menschen schlägt also größenordnungsmäßig im Laufe eines Tages beeindruckende 100.000 Mal. Um auf die Schläge im Laufe eines Lebens zu kommen, muss ich jetzt mit 365 und dann mit den Lebensjahren multiplizieren. Nehmen wir ein Alter von 80 Jahren an. Das gibt in Summe etwas gerundet die beeindruckende Zahl von 3 mal 10 hoch 9 Schlägen, also 3 Milliarden Schläge. Die extrem beeindruckende Größenordnung Milliarden Schläge ist übrigens in Stein gemeißelt und gilt für alle Menschen. Mehr noch, sie gilt von der Zwergspitzmaus bis zum Elefanten für alle Säugetiere. Fazit: Man kommt mit Hilfe einer Fermi-Rechnung sehr schnell von der Ahnungslosigkeit zu einer sehr bissfesten Größenordnung. Man könnte diese Methode auch mit einem alten und weisen Sprichwort so umreißen: Im Reich der Blinden ist der Einäugige König.